Dieses Pfotenklatschen hat für einen Aufschrei des Entsetzens unter Tierfreunden rund um die Welt gesorgt. Der für gewöhnlich in einem Zirkus lebende Bär Tima wurde am vergangenen Wochenende vor einem Fußballspiel in der russischen Stadt Pjatigorsk auf das Feld geführt. Für Brian Dacal, Direktor der Tierschutzorganisation Four Paws in Großbritannien, ein vom Menschen erzwungenes Verhalten. Das ist sehr schockierend zu sehen für uns und ich bin mir sicher für viele Menschen auf der ganzen Welt auch, für Tierfreunde. Sie haben etwas gesehen, das es eigentlich nur noch in den Geschichtsbüchern geben sollte. Einen Bären, der einen Maulkorb tragen muss, der in einer sehr rauen Atmosphäre vor vielen Menschen vorgeführt wird, der angekettet ist und alles im Namen der leichten Unterhaltung. Der Auftritt sei wenige Monate vor der Fußballweltmeisterschaft in Russland ein fatales Signal. Es ist so wichtig zu beachten, dass es sich um wilde Tiere handelt und nicht um domestizierte. Alles, was Sie sehen, wie in diesem Fall in einem Stadion oder auch in einem Zirkus, ist wahrscheinlich Ergebnis eines brutalen Trainings. Wir kennen das individuelle Schicksal dieses speziellen Bären nicht, aber diese Art von Training beinhaltet oft Schläge, Auspeitschen, alles, um den Bären gefügig zu machen. Was also die Öffentlichkeit in einem Zirkus oder hier im Stadion zu sehen bekommt, ist kein wirkliches Spiegelbild dessen, was dieses arme Tier durchmachen musste. Der Fußballclub, der das Video im Internet geteilt hatte, behauptete, das Tier werde bei der Eröffnung der Weltmeisterschaft in Russland auftreten. Die FIFA hat das, Medienberichten zufolge, bereits dementiert.